Bonsoir, Madame, Monsieur. Heute Frankreich. Wir kochen Bouillabaisse. In einer letzten Sendung haben wir euch gezeigt, wie wir einen Fischfond/Scampifond machen. Und ich möchte euch heute beweisen, wie schnell wir eine französische Bouillabaisse kochen können. Bouillabaisse/Fischsuppe. Klingt schlimm, ist lecker. Was wir brauchen? Einen Topf, ein bisschen Hitze, unser Induktionsfeld, ein bisschen Olivenöl, das lassen wir warm werden. Dann frisches Gemüse, Karotte, Sellerie, Lauch, Fenchel, all diese Geschichten, auf die ihr gerade Lust habt. Frisches Gemüse. Ob ihr das so fein schneidet oder in gröbere Stücke, bleibt euch überlassen. Ich finde diese feinen Streifen natürlich super schön. Gemüsezwiebel, frischer Knoblauch, Petersilie, Schnittlauch und ein bisschen Basilikum. Habt ihr Fenchel, nehmt ihr auch das Fenchelgrün oben mit rein in eure Geschichte. Tomatenmark spielt eine Rolle und frischer Fisch, sage ich gleich was dazu. Das ganze Spiel funktioniert so schnell wie zaubern. Wir nehmen unseren heißen Topf, wir geben als allererstes Knoblauch hinein. Das war knapp. Dieser Knoblauch wird ein bisschen angeschwitzt. Immer wieder das alte Thema, lasst ihn ein bisschen warm werden, sodass er sein Aroma freigeben kann. Ist das passiert, kommt die Zwiebel dazu. Also dieser Lauch, irgendwann liegt auf Erde. Das Ganze anschwitzen. Schaut mal, das ist jetzt schon geil. Ne? Knoblauch und Zwiebeln und es duftet. Carmen wusste gar nicht, dass man die Nase so kraus machen kann. So, da kommt unser Gemüse hinein. Unser Sellerie, unser Lauch, unsere Karotten, einfach mit rein. Mit anschwitzen. Zärtlich anschwitzen. So, Carmen filmt da mal eben hinein. Ich hole mal ein bisschen Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Pfeffermühle. Ein bisschen. Und ein bisschen Meersalz. Das Meersalz zieht uns jetzt Wasser aus diesem Gemüse heraus, sodass wir das Ganze noch viel schöner anschwitzen können und es nicht gleich verbrennt. Wenn das Gemüse so herrlich angeschwitzt ist, es duftet, die Aromen werden freigesetzt, dann geben wir ein bisschen Tomatenmark mit hinein. Nur ein kleines bisschen. Vielleicht so ein halber Esslöffel Tomatenmark. Das Ganze schwitzen wir jetzt ebenfalls an. Das Tomatenmark gibt uns nachher in unserer Suppe eine herrliche Farbe. Ich bedauere es, dass man das alles nicht riechen kann. Jetzt kommt unser Scampifond. Haben wir in der letzten Sendung gekocht. Den geben wir da jetzt einfach oben drauf. Das ist schon alles. Fast. Topf weg. Gemüse. Einmal zum Kochen bringen. Induktion. Gib Gas. So. Ich fasse zusammen. Knoblauch, Zwiebeln, Gemüse angeschwitzt, dass es ein bisschen vorgart und ein bisschen Aroma abgibt. Tomatenmark hinzugeben. Jetzt eine gute Möglichkeit, unser Safran dazu zu geben. Und zwar habe ich auch schon erklärt, Safran, gemahlener Krokus, die Blütenstempel. Da geben wir jetzt eine schöne Portion Safran mit hinein. Das kommt weg, brauchen wir nicht mehr. Jetzt sind wir schon deutlich in dieser Welt der Bouillabaisse. Wir haben den Scampifond schon mit ein bisschen Anis abgeschmeckt. Auch hier einen ganz kleinen Spritzer dazugeben. Knoblauch, Tomate, Safran und Anis. Das ist so die Welt der französischen Bouillabaisse. Das Ganze fängt jetzt hier an zu kochen. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Gemüsestreifen habe ich ganz fein geschnitten aus einem besonderen Grund. A, sieht das nachher super sauber aus, wenn ihr da mit dem Löffel reingeht. Und das Zweite ist, sie sind natürlich einfach schneller gar, als wenn wir da ganz große Brocken Gemüse hineingeben würden. Kommen wir zu unserem Fisch. Da könnt ihr beim Fisch, bei der Bouillabaisse benutzen, was immer ihr wollt, wo ihr gerade Lust drauf habt. Ich habe hier so ein paar kleine Garnelen, ich habe ein paar Muscheln, ich habe ein bisschen Kabeljau, ich habe ein bisschen Lachs und noch ein bisschen Garnele extra als kleine Stücke. Wenn das jetzt hier anfängt zu kochen, dann geben wir einfach unseren Fisch einfach in diese Bouillabaisse hinein.
mit Haut und Haaren, auch die Muscheln, geschlossen, so wie es sich gehört. Und unser klein geschnittenes Fischragout geben wir auch einfach damit hinein. Das Ganze lassen wir aufkochen. Schau mal rein, Carmen, wie schön das jetzt schon aussieht. Schau mal, alleine die Farbe, ja, das Gemüse ganz deutlich zu erkennen, hier unser Fisch. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dieser Fisch, diese Garnele, die Muscheln, das braucht nur 2, 3, vielleicht 4 Minuten sieden, ganz klein bisschen unter dem Kochpunkt, also unter 100 Grad, unter dem Siedepunkt heißt das im Übrigen. Wenn das passiert ist, melde ich mich gleich wieder. Und das Letzte, was wir machen müssen, einfach nur noch die frischen Kräuter als allerletztes oben drauf geben, einmal abschmecken. Bon Appetit. Okay. So, da haben wir jetzt unsere Bouillabaisse und ihr seht, sie fängt jetzt gerade an zu kochen. Und da haben wir das ganze frische Gemüse. Es färbt sich jetzt alles leicht ein bisschen ein. Das liegt natürlich an dem Safran und an der Tomate. Und genau das ist das, was uns jetzt das Leben gibt. Der Safran, der Anis, die Tomate, der Knoblauch. Der frische Fisch, der da jetzt drin ist, und die Garnelen und die Muscheln. Das kocht jetzt einmal auf. Ich drehe es jetzt schon kleiner. Das braucht im Prinzip nur 4, 5 Minuten langsam hier drinnen ziehen, langsam garen. Und wenn das soweit ist, ich melde mich jetzt gleich wieder, geben wir nur noch die frischen Kräuter rein und schmecken ab. Ihr werdet begeistert sein. Bis gleich. So, ihr Lieben, unsere Bouillabaisse hat jetzt hier 2, 3 Minuten gekocht, geköchelt, gelächelt, wie wir Franzosen sagen. Ja? Das Gemüse ist gar, der Fisch ist gar, die Aromen haben sich verteilt. Jetzt noch unsere frischen Kräuter hinein. Ein bisschen frisches Basilikum, ein bisschen Schnittlauch, ein bisschen Petersilie. Habt ihr Dill oder habt ihr noch ein bisschen Fenchelkraut? Umso besser. Das Ganze geben wir jetzt hier rein. Rühren das einmal unter. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt richten wir das mal an. Da haben wir hier, Carmen, komm mal ein bisschen näher, unsere Garnele, unsere Muscheln. Da ist noch eine kleine Garnele. Ihr seht dieses frische Gemüse. Ihr seht auch das kleine Fischragout, was wir da drinnen haben. Das kann man größer schneiden, das kann man kleiner schneiden, so wie ihr das wollt. Und wir sehen die frischen Kräuter. Das Ganze stellen wir mal hier an die Seite. Das ist Bouillabaisse. Normalerweise ein bisschen frisches Baguette. Darf auch gerne getoastet sein. Und eine kleine Aioli an die Seite oder eine Sauce Rouille. Das sind so die typischen Beilagen, die man auch in Frankreich kriegt. Bisschen frisch geriebenen Käse oben drüber ist auch sehr, sehr fein. Wir nehmen sie jetzt heute mal so, wie sie ist, so als kleine Suppe mal eben zwischendurch. Und wenn ihr das beobachtet habt, die reine Kochzeit, 5 bis 6 Minuten. Gemüse schneiden, ihr seid in 10 Minuten fertig, Herr Bouillabaisse. Ich probiere das Ganze mal. Und ich könnte jetzt lügen, wenn ich wollte. Ja! Kochen ist geil! Ich hab euch lieb, ich bin weg. Bonjour!